Thank you.
Spiro Diana die Corda Filius Sancti Spiritus Illustratione Docuisti Da nobis in eodem Spiritu et Satana et Deus semper consolatione gaudire per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regna in unitate justum Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oh,
Maria. Alleluia.
Enelo tempore, dixit Iesus discipulis suis, si quis diligit me sermonum meum servavit, et patem eos diliget eum, et ad eum veniremus, et mansionem apud eum facemus. Qui non diliget me sermones meos non servat, et sermonem quem audistis non est me, sed eius qui misit me patis, ec locuto sum vobis apud vos manens, Paracletos autem Spiritus Sanctus, quem mittet pater in nomine meum, ille vos docebit omnia, et surget vos omnia, quel cumque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat ego da vobis. Non turbetur covestum neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis. Vado et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad patem, quia patem maior est. Et nunc dixi vobis feos confiat, ut cum factum fuerit credatis. Iam non ut aloquo vobis cum, venit enim princeps mundi huius, et in me non habet quid quam. Sed ut coniascat mundus, quia diligo patem, et sic ut mandatum dedet mihi patem, sic facio. Grüß dich, Christe.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Herrn, Geliebte, der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Diese Worte des heutigen Evangeliums sind Worte aus der Abschiedsrede Jesu am Donnerstag vor Ostern, am sogenannten Hohen Donnerstag. Und danach sagt der Herr, was nicht im heutigen Abschnitt zu hören war: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Johannes 16, 12 bis 13. Und damit erfahren wir die Bedeutung des Heiligen Geistes, der dritten göttlichen Person. Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit. Der Heilige Geist öffnet uns für das Verständnis, für die Wahrheit, für das Tragen der Wahrheit. Die Wahrheit ist Gott und sein Heilsplan für uns Menschen. Der Heilige Geist führt uns zu einer umfassenden Erkenntnis Gottes und seines Handelns. Wir werden durch das Wirken des Heiligen Geistes Gott immer besser verstehen und mehr das Geheimnis Gottes begreifen. Wir dürfen Gott und sein Wirken tiefer und tiefer in unser Herz aufnehmen. Das hat Einfluss auf unser Leben. Wir werden anders leben. Durch den Heiligen Geist werden wir tiefer in den Glauben eingeführt, und das hat immer eine Auswirkung auf unser Verhalten. Denn die Erkenntnis Gottes hilft uns, unser Leben neu zu bestimmen und macht aus uns andere Menschen. Der Heilige Geist macht aus uns vollkommene Menschen. Das heißt, er heiligt uns, er führt uns zur Heiligkeit, zu einem heiligen Leben, zu einem Leben in Gott, zu einem Leben in der Wahrheit und damit zur wahren Freiheit, zur Freiheit nämlich von der Sünde. Denn wie der Herr selber sagt, macht die Wahrheit uns frei. Johannes 8, 32. Was bedeutet das anschaulich und fassbar? Um dies zu erläutern, greife ich auf eine Stelle des Briefes des heiligen Paulus an die Galater zurück. Galater 5, 16. Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Der Apostel spricht von Geist und Fleisch. Das sind Gegensätze. Der Apostel spricht von Geist und Fleisch. In diesen Gegensätzen im Zusammenhang bedeutet das Wort Fleisch den Menschen in seiner gefallenen und verwundeten Natur. Wir können den Ausdruck auch mit den Einflüsterungen des Bösen in Verbindung bringen. Der fleischliche Mensch ist der Mensch, der vom Bösen gesteuert wird, der unter dem Einfluss des Bösen steht und unter dem Einfluss des Mörders von Anfang an und des Lügners
wie Jesus Satan nennt. Johannes 8,44 und 8,55. Dagegen ist unter dem geistigen Menschen der Mensch zu verstehen, der vom Guten und der Wahrheit geleitet wird, der eben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes steht und lebt. Der Mensch ist immer vor die Wahl gestellt, ob er sich vom Guten oder vom Bösen leiten lassen will. Und deshalb sagt der heilige Paulus: Lasst euch vom Geist leiten. Es ist also wichtig, dass wir uns leiten lassen, dass wir uns von der Wahrheit leiten lassen, von Gott und von seinem Heilsplan. Damit wir begreifen, was das bedeutet, sagt uns der Apostel, was nicht vom Geist kommt, sondern vom Fleisch, vom Bösen, und was daher der Wahrheit widerspricht. Und er nennt es beim Namen deutlich. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar, sagt der Apostel. Unzucht, Unreinheit, Schamlosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich wiederhole heute, was ich euch schon früher gesagt habe: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Galater 5, 19 bis 21. Hier muss unsere Seelsorge ansetzen, unsere Sorge für die Seele des Menschen. Die Menschen auf das aufmerksam machen, was sie meiden sollen, und dies nicht im Hinblick auf eine humane und von Gott losgelöste Ideologie, sondern im Hinblick auf das Reich Gottes, wie es Paulus nennt, im Hinblick auf die Eingliederung ins Reich Gottes, das heißt im Klartext, im Hinblick auf das Heil der Seele. Nehmen wir die Worte des Apostels ernst: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Meine Lieben, vor kurzem habe ich eine Broschüre zugestellt erhalten mit dem Titel Kentlergate und dessen Folgen. Die erste Auflage war im vergangenen Jahr, 2020, also etwas recht Neues. Der Untertitel lautet Helmut Kentler und die pädokriminelle Grundlage heutiger Sexualpädagogik in Schule und Kitas. Hier geht es nicht um ein Randphänomen unserer Gesellschaft. Hier geht es um das verderbliche Einwirken auf den Menschen allgemein und um die Vernichtung der Schöpfungsordnung. Wenn man die kleine Schrift liest, ist man erschüttert. Ja, man ist erschüttert, wie durch staatliche Zulassung oder gar Verordnung und Gesetzgebung das Leben junger Menschen zerstört wird. Durch Unzucht, Unreinheit, Schamlosigkeit und Eigennutz, würde der heilige Paulus sagen. Was mit der genannten Pädagogik geschieht, ist ein unmittelbarer Eingriff in die Seele des Menschen.
Der Mensch wird im zarten Alter für ein Leben lang schwer geschädigt. Und es bleibt eine stets blutende Wunde zurück in diesem Menschen. In Anlehnung an die Worte des heiligen Paulus dürfen wir dazu auch sagen, wer so etwas den Menschen antut, so etwas den Menschen antut, kann das Reich Gottes nicht erben. Wir sind vom heutigen Evangelium ausgegangen davon, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit führt und uns für das Verständnis der Wahrheit öffnet. Bitten wir ihn um Tatkraft, damit wir in der Lage sind, diese Wahrheit in unsere Welt hineinzutragen, damit viele Menschen zur Erkenntnis des Guten gelangen und eben das Reich Gottes erben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Seelsorgern. Ich schließe mit dem Hinweis in der genannten Broschüre unter dem Titel »Sprechen Sie mit Ihren Politikern« und zitiere nun aus der Schrift, aus dieser Broschüre. »Sprechen Sie mit Ihren Bundestags- und Landtagsabgeordneten, Gemeinde, Stadt und Kreisräten über das Thema. Kontaktieren Sie die Kultus- und Sozialminister Ihres Bundeslandes per Telefon, Brief oder E-Mail. Fragen Sie nach Informationen zur Umsetzung der Sexualpädagogik der Vielfalt in Ihrem Bundesland, Ihrer Regierung und Ihrer Stadt. Überzeugen Sie die Politiker, sich in ihren Parteien aktiv für den Schutz unserer Kinder einzusetzen. Soweit das Zitat. Und ich füge dem hinzu, wenn Sie selber die Begabung haben zur Politik, das ist auch eine Begabung, dann nehmen Sie diese Begabung eben als Politiker wahr. Ja, das ist ein Hinweis in dieser Broschüre, welche uns erläutern kann, was das Wort des Apostels eben bedeutet. Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5, 16. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, alto in cielo et terra, misericordium omnibus, et in misericordibus, substantialem Thank you.
Dominus vobis cum. Et consilio tuum. Oremus. Oh, dear,
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et consilio tuo. Sursum corda. Sagamus Domino Deo nostro. Vere Deum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui ascendens super omnes celos, sedensque ad dexteram tuam, promissum Spiritum Sanctum, hodierna die, in filios adoptionis effundi, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta. Sed et superne virtutes, atque angelice potestates, Hymnum gloriae tue concinunt, sine fine dicentes. Thank you.
omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostra qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Amen.
des Apostels Petrus et Paulus, omnibus sanctis et tibi pater, qui recavi nimis cogitatione meo et ope, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beatum Mariam semper virginem, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatum vestri omnipotens Deus, et immissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestorum, tribua tuobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Domine non sum dignus venire sub tectum meum, sed tantum requiero esse sanctus ad anima mia. Domine non sum dignus venire sub tectum meum, sed tantum requiero esse sanctus ad anima mia. Domine non sum dignus venire sub tectum meum, sed tantum requiero esse sanctus ad anima mia. Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sancti Spiritus Domine corda nostra mundet infusio, et sui roris intima aspersione fecunde, per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum, qui te convivit et regnat in unitate justum Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et sacramentus seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.